Beim Rumspielen auf meinem Fritzfon C6 ist mir aufgefallen, dass es eine Option gibt, E-Mails abzurufen. Geht man jetzt im Menü auf die Internetdienste und klickt da auf Mail, dann bekommt man aber nur die Meldung, dass man doch erstmal sein Mail-Konto in der Fritz.box einrichten soll. Und genau das machen wir in diesem Video. Auf der rechten Seite seht ihr das Browserfenster, in dem habe ich mich schon mal in der Fritzbox eingeloggt. Wie ihr auf die Weboberfläche der Fritzbox kommt, dazu habe ich nochmal ein extra Video gemacht, schaut da mal in die Infokarte. Auf der linken Seite wiederum habe ich die Zugangsdaten bzw. die Serverdaten von meinem E-Mail-Provider. Mein Mail-Provider ist in dem Fall Hetzner, eurer heißt vielleicht GMX oder Google oder sonst wie. Alle haben aber einen IMAP-Server und einen SMTP-Server. Dazu braucht man noch diese Ports hier und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wie komme ich jetzt hier auf diese Ansicht bei der Fritzbox? Naja, ich klappe hier mal das Menü auf. Bei mir heißt das einfach Deckt und Internetdienste. Ist ein bisschen verwirrend, denn unter Telefonie gibt es ja auch den Punkt Telefoniegeräte. Da ist diese Einstellung aber nicht zu finden, sondern unter Deckt und Internetdienste. So, hier ist kein E-Mail-Konto eingerichtet. Ich gehe mal auf neues Mail-Konto anlegen. Jetzt kann ich da eine E-Mail-Adresse angeben, ein Kennwort, einen E-Mail-Benutzernamen und einen POP3-Server. Das Ganze habe ich mir hier mal vorbereitet. Das ist also meine E-Mail-Adresse. Kopiere ich mir hier rein. Das hier ist mein Passwort. Kopiere ich mir hier rein. Ja, der E-Mail-Benutzername ist in der Regel auch die E-Mail-Adresse, das kann man so stehen lassen. Und jetzt brauchen wir halt noch den POP3-Server, der heißt einfach hier mail.your-server.de. Den trage ich hier rein und hier kann ich jetzt sagen, dieser Server unterstützt eine sichere Verbindung, SSL. Ja, das tun eigentlich alle mittlerweile und der Port für SSL ist 995 und der ist hier auch schon ausgefüllt. Von daher gehe ich mal auf OK. Und hier kann ich jetzt das entsprechende Fritzfon zuordnen. Gehe mal hier auf Bearbeiten. Gehe mal auf weitere Einstellungen. Hier kann ich auch den Abrufintervall nochmal einstellen und ich kann natürlich auch hier mich informieren lassen, wenn eine neue Mail eingegangen ist. Möchte man jetzt auch noch den E-Mail-Versand benutzen, das klicke ich hier auch einmal an, dann brauchen wir hier noch den SMTP-Server. Das ist der gleiche wie auch mein POP3-Server. Auch hier geht SSL und der Port für SSL ist 465, steht hier schon drin, passt. Hier kann man dann noch so eine Option machen wie E-Mails löschen oder dass man PIN-Zugriff hat, dass nicht jeder halt in die Mails reingucken kann. Das lasse ich jetzt aber alles mal. Ich klicke hier mal auf OK und wir schauen jetzt gleich am Fritzfon, wie es da aussieht. So, ich bin jetzt am Fritzfon und das Erste, was mir auffällt, ist hier oben die E-Mail, die mir angezeigt wird. Das heißt, das hat er schon relativ schnell synchronisiert und ich gehe mal auf Menü, gehe mal wieder auf die Internetdienste. Und hier habe ich wieder Mail. Und jetzt sehe ich hier auch eine Mail, die auf dem Server ist. Ja, das Ganze ist, ich gehe mal drauf, ne, da kann man jetzt sehen, dass das eine alte Mail ist. Kann die auch lesen. Das ist alles schön und gut, die Funktion. Was mir daran aber überhaupt nicht gefällt und was dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass ihr das wieder abschalten werdet, ist, dass man nur einen POP3-Server definieren kann. Und wenn ich jetzt so eine Mail zum Beispiel am Handy oder am PC schon gelesen habe, wird das nicht synchronisiert zum Telefon und umgekehrt natürlich auch nicht. Das heißt, wenn ihr die hier schon gelesen habt, dann wollt ihr ja nicht noch eine Benachrichtigung am Handy haben. Ja, das lässt sich aber nicht verhindern, weil hier halt eben nur POP3 unterstützt wird. Das ist schon ein bisschen Steinzeittechnik, dann hätte man es auch einfach sein lassen können, finde ich. Aber wer es nutzen möchte, hat jetzt in dem Video gesehen, wie es geht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und jetzt kommt noch der Abspann mit ein paar weiteren interessanten Videos und der Möglichkeit, mal in meinem Kanal vorbeizuschauen.